Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Sens und wir spielen SnowRunner. Folge Nummer 2 und heute geht's auf nach Alaska. Wir haben ja beim letzten Mal in Michigan die erste Mission abgeschlossen, wo wir die Brücke repariert haben und haben unsere Werkstatt erkundet. Und nun schickt uns das Spiel nach Alaska in die, ja, Werkstatt. Ah, da bin ich ja schon drin, genau. Ich glaube, genau. Hier sind wir schon drin. Alaska Werkstatt. Und jetzt müssen wir uns noch ein Gefährt aussuchen. Alter Schwede, wenn man die Werte hier zusammenrechnet, eigentlich sind wir schon reich, ne? Das ist schon eigentlich ist es ganz schön cheating. Ich finde, die DLC-Trucks sind cool, aber ich glaube, man sollte die erst ab einem bestimmten Bereich fahren können. Dennoch habe ich die Teile jetzt und ich habe voll Bock, damit durchzustarten, aber ich kann mich nicht so recht entscheiden. Aber ich nehme mal trotzdem irgendwas mit coolen Reifen. Ich glaube, ich nehme gleich das richtig fette Gefährt. Mit dem, denke ich, kommen wir auf alle Fälle richtig gut voran. Ich habe Bock auf das Teil. So, wir sollen raus und Alaska erkunden. Ich würde sagen, dann machen wir das einfach mal. Okay, Alaska, willkommen in Alaska. Du kennst die Spielgrundlagen und bist frei, die Welt zu erkunden, Aufträge anzunehmen, Trucks aufzurüsten, neue Trucks zu kaufen und die Wildnis zu erobern. Der Abschluss von Aufträgen in Alaska kann wegen des Wetters ziemlich schwierig sein. Wenn du dich besser vorbereiten willst, kannst du zurück nach Michigan und die Alaska erst später vornehmen. Denk daran, unbekannte Gebiete zu erkunden, Wachtürme zu entdecken und Aufträge im Kartenmenü anzunehmen. Okay, jetzt sind wir aber einmal hier und jetzt machen wir auch eine Mission. Zumindest irgendwas Kleines. Also wir müssen es ja nicht übertreiben, ne? Ich muss jetzt hier nicht zwangsläufig irgendwie. Aber zumindest schaut mal hier. Den Wachturm. Den können wir uns doch mal angucken, oder? Das wäre jetzt zumindest mal. So. Und dann müssen wir mal gucken. Ich habe gar keine. Wie ging denn das hier? Ach, Herr Jemine. Irgendwo ging das Licht an. Nee. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch mal kurz in der Steuerung schauen. Denn ich habe das. LBB. Scheinwerfer. Aha, okay, perfekt. Geht doch. So. Na, dann bin ich aber gespannt. Genau, Anhänger kaufen will ich jetzt nicht. So, also im ersten Moment fährt sich das Teil schon mal irgendwie ganz cool. Ja, mal gespannt, wie wir hier vorwärts kommen. Ich meine, das ist halt, ne, wenn du hier so ein Gefährt geschenkt kriegst mit 50 Zoll Schlammreifen, das ist natürlich schon mal eine echt harte Nummer, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, war der hier drüben lang? Wir gehen gleich richtig aufs Ganze. Wir fahren gleich mal hier lang. Ich will gleich wissen, was das Teil kann. Also wenn dann einmal, wenn dann ordentlich, oder? Gleich Allrad an und dann geht's gleich hier drüber. Aber ich glaube, ich möchte doch eher tagsüber fahren, denn ich bin mir nicht sicher, wie gut das mit der Beleuchtung im Video rüberkommt. Und von daher, ja, ich weiß auch nicht, das spielt sich tagsüber einfach auch wesentlich angenehmer. So. Ja, bisher sieht das nicht so aus, als hätten wir mit dem Truck großartige Probleme. Von daher denke ich mal, können wir hier einfach weiterfahren. Hier Hochzugs. Genau. Ja, ob ich dann natürlich jetzt den Truck hier durchgängig nutzen werde, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen sehr overtuned. Wenn es mal nicht vorwärts geht, denke ich, kann man dann gut und gerne auf sowas zurückgreifen. Aber ich glaube, ich möchte für die einzelne Mission doch auch alles Mögliche ausprobieren, was so SnowRunner an Fahrzeugen hergibt.
Also den Anfangstruck, den GMC, den werde ich wahrscheinlich verkaufen. Der ist, naja, ist jetzt nun nicht unbedingt so toll, dass ich jetzt unbedingt den jetzt brauche. Von daher würde ich sagen, das kriegen wir auch ohnehin. Und, aber bei den anderen bin ich da tatsächlich sehr, sehr offen. Also da können wir viel rumspielen, viel ausprobieren. Ach, dieses Spiel, das hat schon irgendwie was sehr Idyllisches hier. Durch den Schnee zu heizen, das ist schon echt cool. Und ich glaube, hier bin ich damals gar nicht durchgekommen am Anfang. Also mit Rang 2 und irgendwelchen Startfahrzeugen, da führte einfach kein Weg ran. Also da bin ich ja mal echt gespannt, was das hier wird. So. Genau, wir müssen hier hoch. Und da ist dann der Watchtower, der Wachturm. Ich würde sagen, fahren wir hier gleich mal querfeld ein. Das geht natürlich nicht mit Differential und Lastengang. Ja, da ist er schon, ne? So. Okay. Sehr schön. So, und jetzt muss ich euch ehrlich sagen, habe ich tatsächlich ein bisschen Lunte gerochen. Und was waren hier die erste Mission? Wie kam ich in das Menü von dem... Komme ich hier nur über... Ach hier, genau. Auf der Tastatur mit M sozusagen. Und das wäre jetzt hier... Genau, die gehen ja alle noch nicht. Ich kann jetzt hier Pipeline bauen. Aber da müsste ich auch tatsächlich, glaube ich, bei dem Tatra einiges jetzt umbauen. Ah, ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, wir gehen wieder zurück nach... Obwohl... Schwierig, ne? Ne, wir bleiben heute die Folge mal in Alaska und ich glaube, wir machen das tatsächlich auch mit dem Pipeline-Bau. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rüber über die Brücke. Wir machen die erste Mission und genau, von der aus kämpfen wir uns dann da durch. Okay, das klingt doch erstmal nach einem Plan. Okay. Ich denke, das sollte, aber im Moment mal, wir haben gerade natürlich jetzt keinen Aufbau hier an dem Truck, ne? Das macht sich dann natürlich ein bisschen schwierig, weil ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir fahren mal trotzdem zu der Logistikstation, aber ich glaube, so mit dem Aufbau, wie wir den aktuell haben, kriegen wir da natürlich jetzt nichts drauf. Wir müssen jetzt trotzdem mal wissen, ob wir uns hier durchkämpfen können. Das interessiert mich einfach. Und zur Not bergen wir das Teil dann einfach. Diese Faszination mit diesen Trucks hier lang zu putschen, das ist schon echt cool. So. Ja, also überhaupt kein Problem. Ich denke aber, wie gesagt, ne, wir haben momentan überhaupt keinen Aufbau. Also das heißt, wenn da jetzt nicht zufällig gerade irgendwo ein Anhänger rumsteht, brauchen wir hier eigentlich auch gar nicht weitermachen. Mit dem, dann schicken wir den eher wieder in die Werkstatt. Ja, denke auch. Das machen wir jetzt. Bergen. Okay.
Und kann ich an dem eigentlich irgendwas rumdoktoren? Rahmen. Aha. Mobile Abschleppbühne. So, dann können wir hier eine Sattelkupplung hoch drauf bauen. Gepäckträger ist natürlich immer spannend, weil wir da natürlich ein bisschen Kraftstoff und Reparaturteile drin haben. Und einen Pritschenaufbau. Also das funktioniert bei dem auch definitiv. Dann hat er zwei Slots, ne? Ja, ich würde sagen, wir bleiben heute mal bei dem Tatra. Wir nehmen ein bisschen Geld haben wir ja, ne? Wir nehmen einfach mal den Gepäckträger drauf. Ja. Und jetzt die Preisfrage. Nehmen wir die Sattelkupplung und holen uns einen Anhänger? Oder? Nee, wir machen erstmal Pritschenaufbau. Wir bleiben erstmal simpel, ne? So, aber was kann man denn hier noch so Schönes? Die Farbe könnte man vielleicht noch. Oh, guckt mal, hier gibt es so ein cooles DLC-Teil. Habe ich wahrscheinlich mit dazu, hä? Ja, das sieht natürlich schon schick aus, oder? Das ist schon irgendwie. Das ist schon irgendwie ein bisschen cool, aber es passt vielleicht nicht ganz in den Schnee. Wohl gefallen tut mir das schon. Aber wir können es ja irgendwann nochmal ummalen, aber ich glaube. Obwohl, das hat dann wahrscheinlich jeder drauf, hä? Irgendwas gefällt mir an dem Grün, ich weiß auch nicht. Das sieht so richtig schön russisch aus. Der ist natürlich nice, aber nein, ich glaube, wir nehmen den hier. Das hat irgendwie hat das was Stylisches. So, okay. Nee, hier basteln wir jetzt nicht weiter dran rum. Okay. Sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Okay. Dann fahren wir damit jetzt nochmal zum Logistikzentrum, holen den ganzen Kram ab und dann geht's damit abi zur Pipeline. So, jetzt muss ich von hier natürlich nochmal gucken, ne? Ja, genau. So. Da muss ich auch sagen, ne? Ich spiele ja mit Gamepad. Und das mit der Animation, ich weiß, das war am Anfang bei SnowRunner ein großes Problem. Da hatten die hier noch die Hände eingeblendet von dem Fahrer und das sah ganz fürchterlich aus, wie das Lenkrad hin und her gezuppelt hat. Aber das haben sie schön hingekriegt mittlerweile, dass das trotzdem eine sehr flüssige Lenkradbewegung ist. Denn die ist mit Gamepad im LS22 doch noch sehr hakelig. Also für die, die den Landwirtschaftssimulator spielen, den 22, auch jetzt, ne, wenn man hier guckt, hier reinschaut. Der Typ, wie der sich so am Lenkrad. Das sieht alles schon sehr natürlich aus. Also, da haben sie scheinbar ganz schön was noch gemacht an der ganzen Sache. So, okay, hier drüben ist auch eine Aufgabenzone, aber wir. Weiß gar nicht. Schauen wir uns das mal kurz an, was das ist. Denn ich habe. Das ist alles so lange her. Ich habe das, weiß Gott, nicht im Kopf, was es hier alles für Missionen gab. Okay, Aufgabe anzeigen. Mein Name ist Pete. Ich arbeite für eine Transportfirma namens Alaska Transit. Wir hatten einen Unfall und einige Container stecken jetzt im Fluss fest. Kannst du sie mit ausfindig machen und in die Basis bringen? Ja, das können wir sicherlich machen. So, und die müsste ja jetzt tendenziell. Container im Fluss, genau. Das liegt jetzt hier irgendwo. Da braucht man dann irgendwie mal noch einen Bergungskran vermutlich, ne? Und dann kann man das auf die Pritsche laden. Irgendwie so war das doch. Aber jetzt nehmen wir erstmal das, was wir hier brauchen. Und das war Blackbird Pipeline Bau aktivieren. So, genau. Und wir brauchen jetzt zweimal Ersatzteile. Okay.
So, und dann würde ich sagen, ab zur Pipeline. Ja genau, und jetzt ist der Moment, wo ich gerne ein Tempomat reinhauen würde und einfach durchfahren zur Pipeline. Das wäre cool. Aber gut, es ist wie es ist. Also langsam gewöhnt man sich auch wieder ein bisschen an die Steuerung. Also das Lenkverhalten ist halt ein bisschen, der lenkt halt etwas langsamer zurück. Das bin ich so gar nicht mehr gewohnt, weil ich halt lange kein SnowRunner gespielt habe. Aber ich glaube, wenn man das eine Weile wieder so drauf hat, dann passt das schon alles ganz gut. Ich muss auch sagen, ich habe mal in meinem Hauptspielstand mir damals auch einen Mod-Truck geholt, der etwas besser war. Also der war nicht total overpowered, aber schon ziemlich gut. Und dann wird das Spiel aber auch irgendwie ziemlich schnell langweilig, wenn man überall durchkommt. Deswegen, also der Truck hier ist schon echt stark. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... Also ich werde definitiv auch die anderen Trucks fahren. Ich denke, es wird sich irgendwann im Laufe der Zeit so ein bisschen einspielen, mit was man für Trucks rumfährt. Und ich glaube, der könnte schon so ein bisschen einer meiner Favoriten werden. Der ist schon ziemlich cool, gefällt mir. Aber ja, ich meine, wenn es das Spiel dann natürlich total trivial einfach macht, dann bringt es ja irgendwie auch nichts. So eine gewisse Herausforderung sollte schon da sein. So. Okay. Genau. Zack. Zack. Okay, sehr schön. Jetzt kommen wir hier nämlich auch durch. Wow, nicht schlecht. Du bist schnell wie eine Lawine. Ich hoffe nur, dass du nicht irgendwann in eine echte gerätst. Das wäre dann doch ziemlich blöd. Okay. Dann, was haben wir da jetzt noch? Da waren irgendwie noch Lieferungen zum Hafen. Aha. Okay, das ist jetzt diese andere Mission, ne? Genau, hier gibt es jetzt eine ganze Menge Stuff. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal den Truck zurück. Davor muss ich, glaube ich, nochmal hier so ein schönes Foto machen. Wie war denn das hier gleich nochmal? Hier konnte man nämlich das HUD, kann man nämlich hier auch schön ausmachen. Dann kann man wunderschöne Screenshots machen. Und... So, und dann muss ich jetzt glatt mal aus dem Game raus. So. Genau. So, dann machen wir mal wieder den ganzen Spaß an. So, da muss ich mir mal noch eine Lösung überlegen, weil ich bin hier im Epic. Ich habe das Spiel über Epic Game Store. Weil ich glaube, damals gab es das noch gar nicht bei Steam. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, wie ich hier am besten Screenshots mache. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal über OBS gemacht. So, Truck wechseln. Ne, wir gehen jetzt mal, wir nehmen den... Wir bergen den. Und dann wäre jetzt tatsächlich so die Überlegung, ob wir vielleicht noch die eine Aufgabe hier machen, ne? Das Teil hier. Ich weiß gar nicht, wo wir das dann hinliefern müssen. Lieferung zum Hafen. Also es ist natürlich eine ganz schöne Ecke, ne? Wir gucken mal, was wir noch im Trucklager haben. Und was wir davon vielleicht noch ausbauen können, ne? So, das hier ist natürlich schon cool. Ah, die Schnellstraße, das ist natürlich ein Problem, ne, mit solchen Reifen. Schlammreifen bringen es halt schon, ne? So. Wollen wir es mal mit dem KRS 58 Bandit versuchen? Auf die Gefahr hin, dass ich mit dem... Ach nee, jetzt habe ich den hier drin, genau. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken.
Okay, der hat jetzt. Nehme ich einen Kran schon drauf, ne? So, gibt es hier irgendwie andere Reifen für das Teil? Ah, noch nichts, ne? Keine Offroad, kein gar nichts. Also da brauchen wir wirklich Ränge dafür. Das wird ein ganz schöner Prozess, ey. Wir probieren das jetzt einfach trotzdem auf die Gefahr hinweg, dass wir das nicht schaffen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, doch, das müsste aber eigentlich funktionieren, ne? An die Kransteuerung muss ich mich natürlich dann auch erstmal wieder gewöhnen. Okay. Also wie gesagt, ich habe keinen Schimmer, ob wir das hier schaffen, aber wir probieren das zumindest mal. Mehr wie schief gehen kann das ja letzten Endes nicht, oder? Also ich habe tatsächlich so ein bisschen meine Zweifel, dass der da durchkommt. Aber wir sind gleich schlauer. Der fährt sich auf alle Fälle schon auf der Straße gleich. Das merkt man halt mit den Reifen, ne? Das fährt sich alles ein bisschen smoother. Bisschen schöner. Der hat natürlich jetzt permanent Allradantrieb und Differential. Das heißt, so schlecht ist der eigentlich gar nicht. Ich denke, wenn der ein paar Upgrades drin hat, ist das auch ein ganz schönes Biest. Aber für diejenigen, die SnowRunner schon länger spielen, wir wissen ja alle, dass die Reifen das A und das O sind in diesem Spiel. Zumindest nach meinem Kenntnisstand. Macht das tatsächlich am meisten aus. So. Dann geht das jetzt hier rein. Und jetzt wird es spannend. Aber der Wendekreis ist natürlich auch ganz schön krank. So. Ah, klappt aber eigentlich ganz gut. Ne, jetzt stecke ich hier, ne? Noch den Lastengang rein und dann können wir vielleicht mal noch probieren. Handbremse. Okay, dann schauen wir mal an, wie die Situation hier aussieht. Ich habe mich ja eigentlich nur. Ah, der hat durch den tiefen Schnee hat er echt zu kämpfen. Den rub ich mir doch auch wieder bloß weg. Ah, ich glaube, das wird mit den Reifen hier nichts. Ich denke, der Tatra hätte das geschafft, aber. Es gibt ja so die Situation, wo man in diesem Spiel tatsächlich noch durch viel rummehren und machen und irgendwie es dann doch schafft. Na, jetzt ziehe ich mich wieder zurück. Das ist irgendwie auch doof. Ach, jetzt habe ich die Binde wieder abgemacht. Ne, da führt kein Weg dran vorbei. Okay, Freunde, das wird nix.
Ich denke, das können wir uns hier soweit, obwohl jetzt... Jetzt kommt er. Ah, nochmal Handbremse rein. Jetzt probieren wir es nochmal hier und nehmen mal noch einen anderen Punkt. Vielleicht den hier. Ich glaube, da sind wir drüber. Okay, ich wollte es gerade schon aufgeben. So. Aber ich glaube, auf dem Rückweg sollten wir dann vielleicht doch die andere Straße nehmen. Denn... Boah, das sind natürlich zwei ganz schön heftige Container, ne? So, jetzt auch die Frage. Hier auf der Brücke stehen zu bleiben, damit ist natürlich schon... Na gut, wenn ich den rechten erstmal rausziehe, mag es funktionieren, ne? Probieren wir das einfach mal. Okay. Genau. Ich bin mir gar nicht sicher, kriege ich das hier rein bei mir? Das sieht mir aus wie so ein Container, wo man diesen Containeraufbau braucht. Ah. So, nochmal ein Stück drehen, genau. Ja, jetzt sitzt er doch ganz gut, hä? Ich glaube, damit können wir, brauchen wir uns nicht beschweren. So, genau. Kran wieder herstellen. Fracht verladen, perfekt. So, ich würde sagen, der sitzt gut. Aber... Wo sind wir eigentlich vorhin hergekommen? Sind wir überhaupt lang gefahren? Ne, hier sind wir gar nicht lang gefahren, ne? Und wir sollen zum Hafen. Ja gut, hier führt jetzt eh keine Straße lang, ne? Die hier? Also ob wir jetzt hier lang fahren oder hier lang, dann würde ich einfach sagen, wir fahren hier einfach jetzt mal weiter. Wir probieren das zumindest mal. Und kämpfen uns hier auf die Straße. Aber ich sehe jetzt schon, wenn ich hier den Berg mir angucke. Ja, sieht doch ganz gut aus. Okay, also das habe ich tatsächlich, habe ich unterschätzt, dass der das doch so gut packt. Dann sind die Reifen, natürlich sind die wichtig, na, aber vermutlich zählen dann andere Stats doch auch noch gut mit rein. So, ich glaube, den Lastengang kann man erstmal wieder ausmachen. Und jetzt sind wir ja hier unten schon auf der Hauptstraße, na, da kann man jetzt einfach hier noch... weiterfahren. Ach ja, wenn man so schön im warmen Wohnzimmer sitzt,
kann man sich sowas hier schon ganz gut angucken. So, und jetzt kommt der dicke, fette Schlamm, oder? Aber ja, wie gesagt, ne, es ist egal, wenn es, solange es auch nur ein paar Millimeter vorwärts geht. Ich bin schon sehr viel langsamer in diesem Spiel vorangekommen. Okay. So, befestigte Straße. Ich glaube, so groß wird das jetzt gar nicht mehr an... wird das gar keine mehr so große Problematik, bis wir dann letzten Endes im Hafen sind. Ich glaube, viel Schlimmes kommt da gar nicht mehr. Und dann hätten wir ja sozusagen den zweiten Container. Ja, den muss ich auch noch holen. Und das ist ja dann aber nochmal dieselbe Strecke. Ah, okay. Ja. Da haben wir wieder mal eine Brücke, ne? Eine Brückenreparatur. Okay. Eine Metallbrücke soll das also sein, ja? Details, die braucht einen Stahlträger. Wo kriegen wir eigentlich Stahlträger her? Hier. Da oben, Fabrik. Andere Seite sozusagen. Okay. Ja, soll ich euch was sagen? Wir sind schon echt gut in der Zeit. Und ich glaube, ich werde jetzt hier gar nicht großartig... Es wäre jetzt... Also ich werde jetzt den auf alle Fälle hier stehen lassen. Den parken wir hier am Rand. Fahren uns den natürlich erstmal wunderschön kaputt. Das gehört dazu. So, da komme ich auf alle Fälle dann noch mit einem anderen Truck mit durch. Dann machen wir hier den Motor aus. Und dann würde ich sagen, müssen wir auf alle Fälle die Brücke irgendwie ganz kriegen. Und das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich wollte eigentlich wieder zurück nach Michigan, aber ich meine, hey, wenigstens eine Mission müssen wir hier doch irgendwie abschließen, oder? Also von daher würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal. Dann reparieren wir mal diese Brücke. Und ja, bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, tschö, tschö.